Ahoi, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei ARK. Ich stehe hier alleine am Strand. Wir haben aufgrund von technischen Schwierigkeiten leider die letzten zwei ARK-Folgen verloren. Und es gibt eine kleine Neuerung, und zwar ziehe ich gerade mal alleine los, weil wir haben noch Tribe-Zuwachs bekommen. Und es ist einfach so, wenn ich streame, dann bremse ich die anderen ein bisschen aus, weil ich halt natürlich immer kurze Folgen mache und. Es ist halt einfach alles ein bisschen schwieriger. Deswegen geht's für mich jetzt allein in die Wildnis. Aber wir werden die anderen auf jeden Fall wieder treffen zu Aktionen. Wir werden dann zusammen in die Höhle gehen und so weiter. Also, die sind nicht aus der Welt. Okay, ich will nicht lang schnacken. Ab geht's in die Wildnis. Mit dabei hier ist aus den letzten beiden Folgen, der ist mir über den Weg gelaufen, der kleine Kompatre. Ein kleiner Kompi, den ich mir getamed habe. Der ist mit am Start. Ansonsten habe ich gerade nicht viel equipped bei mir, außer eine kleine Grundausrüstung und ein bisschen zu essen habe ich mir mitgenommen. Und mein Plan ist jetzt, dass ich zu unserer alten Stelle im Prinzip gehe, also wo wir damals die Base gebaut hatten am Strand. Und da schaue ich mir mal, ob ich mich da nicht wieder niederlassen kann. Weil ich die doch eigentlich auch schon recht schön fand. Die war eigentlich echt ganz nett. Oha, ein roter Crate. Kann mal schauen, ich weiß gerade gar nicht. Ich gehe mal schnell hin und gucke einfach mal, ob ich den aufmachen kann schon. Wie gesagt, sind ja Level dazugekommen jetzt in den letzten beiden Folgen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches ich aktuell habe. Ich gucke einfach mal. A mighty red drop und ich kann ihn öffnen. Ich schnapp mir das erstmal alles schnell. Und dann gucke ich jetzt mal im Nachhinein, was ist denn hier Schönes drin? Oh, ein Bauplan für einen Mammutsattel und für einen Megalocerus-Sattel. Okay. Die nehme ich doch einfach mal mit. Jetzt wird es natürlich auch Nacht oder es ist gerade Nacht. Oh. Das macht es gerade nicht einfacher. Loszuziehen. Ich habe Bolas dabei. Zumindest kleine Tiere kann ich auf jeden Fall bolern zur Not. Und dann wegrennen. Muss einfach mal hoffen, dass mir. Hallo, kleiner Para. Muss einfach mal hoffen, dass mir nichts Großes über den Weg läuft oder ich das trotzdem rechtzeitig genug sehe. Ach, 145er Pony am Strand. Hallo, mein Freund, ich würde dich gerne mitnehmen. Willst du dich nicht einfach anschließen, ohne dass ich dir Karotten zur Verfügung stelle erstmal? Also ich kann dich ja später dann, vielleicht könnte ich dich auszahlen. Oh, guckt mal, hier ist aber auch ein schönes Plätzchen. Hier mit dieser kleinen Insel. Dahinter auch wieder ein schöner Wasserfall. Das finde ich halt wirklich schön auf dieser Map. Es gibt so viele schöne Orte eigentlich, wo man bauen kann, wo man siedeln kann. Ich bewege mich hier mal einfach ganz vorsichtig weiter am Strand. Hier kann ich auf jeden Fall weiter gucken als im Wald. Das heißt, ich sehe potenzielle Gefahren schneller. Aber hier ist auch eine ganze Rotte Möwen und ich möchte nicht, dass die mir hier alles klauen, wenn ich da vorbeilaufe. Das Fleisch, das ich habe, das brauche ich. Das ist meine Wegzehrung. Holt euch euren eigenen Fisch. Okay, so, die Möwen sind. Ich gehe wieder runter. Ich habe doch das Gefühl, dass es am Strand sicherer ist. Hier sind andere Siedler. Ich glaube, das ist der Tribe von den Ahnungslosen. Hier sind wir schon mal vorbeigekommen, als wir zu der Ruine gerannt sind. Ach, schaut mal, die haben da auch einen schönen Anbau mit Glas. Das ist bestimmt auch das Gewächshaus. Und eine kleine Rexherde.
Ich finde das süß, die so schauen so wehmütig in die Ferne. Das ist echt niedlich. Was ist denn das da? Ist das irgendwas? Nee, es ist nur ein Grasbüschel. Hallo, kleine Moschmopse. Level 95. Gegrilltes Filet. Ich habe nur gegrilltes Fleisch. Rohes Fischfilet. Ist hier zufälligerweise ein kleiner Fisch? Mir ist halt auch kalt. Ich gehe zu Fuß weiter. Da vorne ist ein Dilo. Den umlaufe ich einfach mal. Ich schleiche mich hier oben am Berg vorbei. Na Kumpel, dann bemerkst du mich gar nicht. Ich war nie da. So, jetzt haben wir schon ein gutes Stückchen geschafft. Sieht gar nicht schlecht aus. Da hinten, die Landtiere sind gerade auch nicht auf der Flucht. Die sehen nicht aufgescheucht aus. Auch schon mal, ist doch vielversprechend. So, schwimmen wir gerade hier durch. Ist zum Glück nicht so tief versetzt, ob hier irgendwelche Haie wären. Und wieder ein schöner Wasserfall. Wieder ein schöner Platz zum Bauen. Ich guck mal gerade auf die Map. So. Ich glaube, ein kleines Stückchen hätte ich noch, bis ich bei unserem alten Spot bin. Ist auch ein schöner Tech-Fahrer. Na, was für ein Level hast du? Ach, 24. Er ist mehr Schein als Sein. Generell habe ich das Gefühl, ein 135er. Sagen, generell habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen weniger High-Level-Tiere gibt. Ich schaue mich hier mal weiter ein bisschen um. Wer weiß, vielleicht sehe ich hier ja auch irgendwie so noch einen schönen Bauplatz. Bin jetzt ja nicht hundertprozentig festgelegt. Wobei das halt schon sehr schön ist dort, ne? Mit diesen beiden Flüssen, die dann das Stückchen Land da so einkesseln. Das war schon echt nett. Der Weg ist frei. Juhu. Nichts hält uns auf. Bis hinter der nächsten Ecke der Rex steht. Hallo, Bronto. Na, du siehst auch friedlich aus. Ungestört. Chillst hier auch ein bisschen am Strand? Ich passe mal lieber auf, dass mein Stamina nicht ganz runter geht, damit ich zur Not rennen kann. Na, hallo Kollege. Ich laufe hier nur einmal unter deinen Beinen drunter durch. Oh, hier ist eine dicke Base, Leute. Ich hoffe, das ist doch nicht unser Spot hier, oder? Möwen? Hier ist der schöne große Goldnugget. Unser Spot war noch ein bisschen weiter, aber wir schauen mal, wer das hier ist. Die Schlegelzons. Hier ist der Treib von den Schlegelzons. Vielleicht kann ich mit ihnen ein bisschen handeln in Zukunft. Ein bisschen Handel treiben, wer weiß. Oh, jetzt kommen wir ganz schön vom Strand weg. Hier im Wald sehe ich nicht viel. Ich gehe lieber wieder zurück. Ist eigentlich eine sehr schöne Nacht.
auch eine schöne Idee mit dem Redwood da. Das werde ich mir vielleicht mal merken. So als kleiner Drachenplatz oder auch vielleicht für Thylakoleus. Das wäre für Thylakoleus ja auch so ihr natürliches Habitat. Das könnte man schon machen. Ja, jetzt wird es ein bisschen undurchsichtig hier. Ein bisschen dunkel. So. Das ist natürlich relativ nah dran. Oh, da ist ein Spino. 135. Den würde ich natürlich am liebsten gleich mitnehmen. So, hier wäre unser altes Plätzle. Ich habe auch überlegt, also ja, so ein bisschen ins Landesinnere zu gehen, aber irgendwie zieht es mich halt immer zum Meer. So, jetzt gucke ich hier einmal. Das ist doch unser alter Platz, oder? Da, hier ist die zweite. Moment, da müsste ja hier eigentlich gleich der nächste Fluss kommen. Nee, das ist hier noch gar nicht. Ich muss noch weiter. Oder? Ja. Moment. Ich hoffe, das sehe ich gerade richtig. Ich glaube, da war noch so eine andere Stelle, die so ähnlich aussah. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Moment. Nee, wir müssen noch weiter. Das war noch gar nicht die Stelle. Das finde ich aber auch ganz gut, weil dann habe ich nicht so eine Großfamilie gleich neben mir. Weil wer weiß. Oh, es ist duster. Okay, hier ist Metall. Aber auch gut zu wissen, dass es da eben auch ein, also dass da auch ein Spino-Spawn-Platz ist. Wenn wir da mal später einen haben wollen, dann können wir dorthin gehen. So, und ich muss mal schnell was trinken gehen. Ich schwimme einfach mit offenem Mund ein bisschen durchs Meer. So, weiter geht's. Da vorne ist das Schiffswrack oder ein Schiffswrack. Da kann ich mal gucken, ob ich irgendwie Loot kriege in den Fässern. Aber hier waren wir schon mal. Ich kenne das hier schon. Also der Platz muss hier relativ nah dran sein. So, gucken wir mal, ob was Schönes mit dabei ist. Vielleicht in diesem Kistchen. Hm, Metallspitzhacke. Haben wir zur Not Ersatz. Bisschen Altmetall, Holz. Okay. Hallo, Kleiner. Kleiner Lüstri. Wäre es doch bestimmt nicht hier, wenn hier irgendwas Gefährliches im Busch wäre, oder? Ach, es ist schön. Ich wusste es. Und jetzt leckt das hier gerade rum. Ich lauf lieber. Irgendwie leckt das hier gerade ein bisschen. Eieieiei. Warum jetzt Performance-Probleme?
Weiß gerade nicht, was los ist. Kann natürlich auch einfach sein, dass mein Rechner gerade irgendwas macht. Muss hier mal ganz kurz abwarten, bis sich das hoffentlich gleich beruhigt hat. Okay, aber das Gute ist, wir sind auf jeden Fall schon mal am richtigen Platz. Wir sind wieder in unserer alten Heimat. Mach mal gerade. Oh. Ja, ich hatte. Es kann sein, dass es an meiner Musik lag, irgendwie, die ich anhatte. Ich habe die jetzt gerade mal kurz ausgemacht. Jetzt ist alles in Ordnung. So, okay. Ich habe mir gerade schon ernsthaft Sorgen gemacht. Ich glaube, hier war gerade nur ein Dilo. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind bis zu unserem alten Platz gekommen. Ah, schön. Das ist doch gut. So, ich gucke hier einmal rüber. Und ansonsten schauen wir, dass wir hier gleich ein kleines Feuerchen machen. Um uns ein bisschen aufzuwärmen. So, mal gucken. Da hinten haben wir den Fluss Nummer 1. Hier vorne ist Fluss Nummer 2. Da hat irgendwas geschimpft. Ich glaube, ein Galli. Hallo? So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, jetzt hat sich alles berappelt. Schauen wir mal, dass wir uns was Kleines hinstellen. Irgendwie ein Bett, dass ich hier wieder spawnen kann. Es wird auch Tag, das heißt, wir sehen mehr, das ist super. Dann müssen wir schauen, dass wir uns mal ein bisschen Steaks auf den Grill hauen. Okay. Ich bin vorsichtig optimistisch. Da ist ein kleiner Dilo. Dich machen wir mal weg. Du bist mir... Ich hab meine... Ah, super. Ich hab gerade tatsächlich meine... mit den Legs meine ganzen Bolas verbraucht. Und jetzt werfe ich... Da ist noch ein zweiter. Okay. Und jetzt habe ich gerade auch noch daneben geworfen. Und noch ein dritter. Wie viele Pfeile habe ich denn? 13. Vielleicht kann ich sie erstmal auf den kleinen Para hier hetzen. Tut mir leid, kleiner Para, du musst mir mal helfen. Ich glaube, das hat geklappt. Wir haben sie gerade abgestriffen. Jetzt ist der Para da auf der Flucht. Ich guck mal, dass ich ein bisschen was sammle. Dass ich mir neue Pfeile machen kann auch. Da hinten rennt er. Die Dilos sehe ich gerade gar nicht mehr. So, schauen wir mal. Das ist doch schon mal gut. Zumindest zwei Bolas haben wir.
Ein 145er. Okay, der ist tot. Wo sind die anderen beiden? Könnt hier nicht bleiben. Da ist er hin. Bleibt noch der dritte. Dich erledigen wir jetzt auch, Kumpel. Du hast ja hier das falsche Revier ausgesucht. Sonst springst du mir gleich wieder in den Rücken oder spuckst mir ins Gesicht. Warum? So. Uiui. Wir verteidigen hier unser kleines Stückchen Baugebiet. Wo sind die anderen? Na, zumindest sonst sehe ich sie, wenn es gleich heller wird. Der war da hinten. Die habe ich doch irgendwo hier. Da, hier ist einer. Gibt gleich ein bisschen Leder für neue Bolas. Und ein bisschen Fleisch für den Grill. Und irgendwo müsste hier noch einer liegen. Naja, okay. Den finde ich gleich. Oh. So, machen wir es uns mal ein bisschen gemütlich. Überlege gerade, fange ich gleich mit. Was fehlt mir denn fürs Bett? Leder. 10 Leder und Stroh. Da hinten wäre natürlich der Parasaurier. Dem könnten wir so ein bisschen Leder abknüpfen. Ich denke, ich investiere in eine Bola, dass wir den bolern und dann kriegen wir da im Endeffekt mehr Leder raus, als wir reinstecken. Aber das ist ein Tech, ne? Ist hier nicht noch was Normales? Hier ist ein... Okay, das ging ganz schnell. Leid, Kumpel, aber ich brauche das Leder. Was soll ich denn machen? Dann stellen wir uns gleich da einfach eine kleine Plattform hin, Bettchen rauf, Feuer haben wir und dann kann es weitergehen. Ich würde sagen, das ist doch ganz... 102. Dich rekrutiere ich gleich zu Bärenpflücken. So, mal schauen, was können wir denn? Ich glaube, ich mache gleich eine Steinfoundation. Die kann ich dann eh dann weiter benutzen. Und so viel Steine brauche ich da gar nicht mehr. So. Steinfoundation. Incoming. Bett, wunderbar. Stellen wir das mal schön hier vorne neben das Feuerchen. Oh. Bettchen rauf. Super. Genau, ich bleibe auch mit den anderen in einem Tribe natürlich, damit man die Sachen besser zusammen machen kann. Jetzt in Höhlen gehen und so weiter. Oh, und dann ist das alles ganz problemlos möglich. Vielleicht reicht's. Es reicht sogar noch für eine Kiste. Das ist super, dann können wir da schon mal ein paar Sachen reinschmeißen. So, die quetschen wir hier einfach neben das Bett. Und dann kommt da schon mal ein bisschen was rein.
Da muss ich nicht so viel mit mir rumtragen. Ich denke, Preserving Bin wäre die nächste Sache, die ich bauen würde. Und dann, wenn es ein bisschen heller ist, schauen wir uns mal hier um und überlegen genau, wo wir die Base hinstellen. Ob wir die direkt ans Meer stellen oder ein bisschen weiter hinten rauf. Wobei, der Blick ist hier schon geil, ne? Auf die andere Insel rüber. Ist schon richtig schön. Ich glaube, so das Haupthäuschen platziere ich direkt ans Meer. Doch. Doch, doch. So, gucken wir mal. Preserving Bin geht. Hier fehlen Steine. Zum Glück habe ich die hier direkt daneben. Kein Problem. Ach schön, es freut mich gerade, dass wir hier so gut durchgekommen sind. Vielleicht könnte ich mal gleich, wenn ich das Bett habe, versuchen, zu dem Crater zu kommen. Der ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ja, zur Zell. Würde ich mir das durchaus da mal zutrauen. Ohne zu sterben. Durch den Busch zu laufen. Eine Bola ist drin. Das ist besser als keine. Ah, die Map ist so schön. So. Wir quetschen das einfach alles hier rauf, irgendwie erstmal. Damit wir wirklich alles sammeln und uns hier nicht viel verloren geht am Anfang. So. Mal her, hier. Es ist noch nicht viel, aber ich will ja zu dem Crate gehen. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Zeit. Das Holz schmeiße ich einfach hier rein. So. Und da, da ist er noch. Da flitzen wir mal los. Mal gucken, ob wir hinkommen. Ah, der Para rennt weg. Nee, ist ein Gulli, okay. Der kann auch. Der ist einfach so schnell. Hier ist halt auch so schön mit der Brücke, ne? Das ist so schön. Da hinten ist er. Wir sprinten einfach durch die Mitte durch und hoffen, dass wir hinkommen. Achte einfach nur darauf, dass mein Stamina nicht alle geht. Kann ihn schon sehen. Ich hoffe, der ist auf dem Boden, wo ich rankomme. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, ich glaube, da war was Großes Fleischfressendes. Vielleicht doch eine gefährliche Aktion hier so allgemein. Nein, er ist weg. Ich hab's nicht geschafft von der Zeit. Oh nein. Okay, wir halten uns hier am Rand. Dann kommen wir gleich zu unseren Flüssen. Hinten, die laufen ja zusammen. Und dann... Da ist ein Teri. Hallo, kleiner Teri. Was hast du denn für ein Level? Oh. Hier ist irgendwas Fleischfressendes. Ich weiß nicht, was es ist. Was war das?
Wir haben unser Zeug gemobst, Jan, schnell weg. Fünfzehner. Ein Trodon. Okay, ich laufe. Ihr habt seine Augen gesehen. Die haben noch geglüht, das heißt Agro-Modus. Schnell wieder zurück in meinen heimatlichen Hafen. So, einmal trinken. Kann ich auch. Ich mache jetzt das minimal. Ich habe immer so ganz, ganz, ganz bisschen Gamma in der Nacht, weil mein Bildschirm auch eher dunkel ist und sonst sehe ich wirklich gar nichts. So. Und wir haben einen wunderschönen Sonnenaufgang mit rosa Wölkchen. Ah, hier fühle ich mich wieder wohl. Hier ist unsere kleine Mini-Base auf einer Foundation. Einmal ein Meter. Mit allem, was man braucht. Naja, fast allem. Aber dann machen wir uns in der nächsten Folge dran, das hier ein bisschen weiter auszubauen und ein bisschen aufzustocken. Wäre auf jeden Fall schön, wenn du wieder mit dabei wärst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis dann. Tschüss.